Herzlich willkommen zu einem neuen Winterworkshop. Heute geht es um das Thema 3D-Druck und eins vorneweg, diesmal keine Live-Aufzeichnung, sondern wir nutzen heute die Premiere-Funktion. Also dieses Video wurde vorproduziert, aber ihr habt trotzdem die Möglichkeit, über den Live-Chat Kommentare zu schreiben, also direkt live, und die werden auch beantwortet durch den Moderator, der sich gerade im Chat befindet. Und nachdem das nach einer gewissen Zeit wird der Live-Chat wieder geschlossen und die Kommentarfunktion wird wieder aktiviert. Und ihr könnt dann Kommentare schreiben, wie ihr das normalerweise kennt bei YouTube. Genau. Ja, sonst ändert sich heute nichts. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen und ja, wir werden auf alles auch hineingehen. Ja. Und ja, anders mal vorneweg, wir von Minder, wir sind Makerspace. Wir sind 2014, gibt es uns, und wir machen verschiedene Sachen halt. Also Makerspace ist halt wie eine offene Werkstatt, aber vor allem mit neuen Technologien, mit Rapid Prototyping, was wie 3D-Drucker, Lasercutter, aber auch so spezielle E-Technik-Sachen. Wir haben auch ein Oszilloskop hier ja, und noch andere technische Spielereien oder auch große 3D-Drucker. Zeige ich euch dann noch kurz noch. Genau. Von heute geht es nämlich darum, um diesen Makerbot Replicator, und ich zeige euch, wie ihr allgemein 3D-Druck, aber auch vor allem wie ihr mit diesem Modell druckt, damit ihr, wenn ihr am Mittwoch zum OpenLab zu uns kommt, damit ihr schon mal ungefähr weiß, was ihr machen müsst, was ihr beachten könnt und so weiter. Ja. Gehen wir erstmal zum 3D-Drucker. So, hier seht ihr unsere beiden 3D-Drucker, also einer von unseren beiden 3D-Druckern, wir haben ja mehrere, und wir beschäftigen uns heute nicht mit dem linken, sondern mit dem rechten. Nämlich ist das ein sogenanntes Customer-Modell. Also, wie man im Vergleich zu dem linken Modell sieht, sieht das ein wenig ansehnlicher aus, und vor allem geht es darum, um die Benutzerfreundlichkeit, dass man zum Beispiel ein zentrales Bedienelement hat und einfache Einstellungen. Genau. Und so ein 3D-Drucker, wie funktioniert der? Der funktioniert eigentlich, also bei diesem Verfahren, mit den FDM-Verfahren, funktioniert er wie so eine Heißklebepistole, die das Material schichtweise aufträgt. Über ein Düsenelement, und oben kommt das Filament rein. Und das Filament, das kann aus verschiedenen Kunststoffarten bestehen. Am weitesten verbreitetsten ist PEA. Das besteht aus Milchsäure, kann man so ungefähr sagen. Also auf so einer Basis darauf. Und der Vorteil besteht sich darin, dass es einfach zersetzt werden kann. Also heutzutage geht man ja darauf hinaus, Sachen wie das PEA herzustellen, um die dann gesondert zu sammeln und gesondert zu verwerten. Also dass man schafft eine besondere Atmosphäre in so Müll, da schon eine Mülldeponie. Man packt die in so einen Behälter rein, so ungefähr muss ich es vorstellen, unter bestimmten Luftfeuchtigkeit und Wärme, und dann setzt sich das besonders schnell. Also wenn ihr das jetzt, hat nicht den Grund, wenn ihr mal was druckt, ihr werdet ja merken, das setzt sich ja nicht sofort, sondern das dauert auch eine sehr lange, und so beschleunigt man den Prozess. Ja, wenn man das jetzt mit der ABS machen würde, würde gar nichts passieren. Das ist ja besonders hitzebeständig, also es zersetzt sich jetzt nicht oder so. Das würde auch auf 200 Grad schmelzen, aber ja. Und 200 Grad, also allgemein beim 3D-Druck nutzt man eine Temperaturanalyse von 200 Grad, und da beginnt nämlich das Filament zu schmelzen. Hier sieht man die Düse, und da ist so gerade so ein bisschen raus von dem Filament. Und da ist auch so ein Lüfter dran, der Lüfter ist dafür da, um das Filament abzukühlen, damit das erstarrt. Vor allem ist es hier wichtig, da hier keine Hitzeplatte da steht, weil das Druckvolumen auch nicht so riesig ist, benötigt man diese auch nicht. Diese Druckerplatte kann man herausnehmen. Also wenn ihr bei uns seid und ihr seid fertig, könnt ihr einfach diese Platte rausnehmen und dann mit einem Spachtel die euer 3D-Druckobjekt herausmachen. Also nehmt das Ding mal lieber ab, als es hier drinnen zu machen, weil da könnt ihr nämlich einen 3D-Drucker beschädigen. So. Hier hinten ist der Anschalter. Ich versuche das jetzt mal so ungefähr zu zeigen. Hier auf der Seite, wo das Stromkabel reingeht.
Ja. Und das Filament befindet sich rechts daneben. Wichtig ist, dass ihr das 1,75er verwendet, also nicht das 2,85er für unsere anderen Modelle, also von den Sigmax und Sigma, sondern die kleineren. Die sind ein bisschen dünner. Das zeichnet sich auch in der 3D-Druck wieder. Ich kann euch mal so einen 3D-Druck zeigen. Wir haben hier ganz viel herumstehen, was wir euch zeigen können. Wir haben hier einmal so einen Donut. Und hier sieht man auch, wie das aufgebaut ist. Also das wird ja an Layern gedruckt. Wie ich schon gesagt habe, ist das wie so eine Klebepistole, die jetzt lang fährt. Und das passiert natürlich schichtenweise. Und so entsteht das besondere Aussehen vom 3D-Druck. Nämlich so reliefartig und rau. Das kann man auch noch beeinflussen, wie rau das ist. Da sieht man auch, wie das im Licht glänzt. Also es gibt ja nicht nur diese Variante, also FDM, sondern auch andere Sachen, wie beispielsweise Stereolithografie. Das ist tatsächlich auch alt, obwohl man das nicht denken mag, denn da macht man was mit Lasern und mit photopolymeren Harz. Nämlich das Harz beginnt durch Lichteinwirkung zu kristallisieren und wird fest. Und deswegen ist das auch in so einem coolen orangen Behälter, damit das Photopolymer nicht aushärtet unter normalem UV-Licht. Und hier oben sieht man aber was. Und wie man schon erkennen mag, das ist ganz fein. Also weil das halt nicht kein von der Düse abhängig ist, sondern nur vom Licht, ist eine sehr feine Oberfläche möglich. Und deshalb macht man sich seit Jahren für Nutzer für zum Beispiel medizinische Objekte zum Darstellen, beispielsweise ein Schädel oder so. Das ist oft aus so einem SRA-Drucker. Nämlich das Material ist ein SRA-Harz, Resin. Also wie so ein Expo-Harz, wenn man zum Beispiel was eingießt oder eine Elektronik zum Kabel isolieren möchte, nimmt man das sehr gerne. Und hier ist es auch möglich, beispielsweise was Flexibles zu drucken. Das kann man auch tatsächlich bei den FDM-Druckern, aber hier geht es auch. Ja. Ein Nachteil von diesem Druckverfahren ist, dass das Material ist teurer als PEA. Das hat einfach damit Zusammenhang, weil das schwer herzustellen ist. Und ja, sollte man beachten. Und das Druckvolumen ist halt deutlich kleiner. Man sieht da diesen kleinen Bereich. Es ist wirklich nicht groß. Und wenn man die Farbe wechselt, muss man das ganze Becken wechseln. Wir haben also dieses Orangene da unten, weil damit sich nicht vermischen kann. Und hier hinten ist der Tank. Ja, ich zeige euch gleich die anderen Drucker. Die sind etwas größer. Da haben wir einmal den Sigmax. Das ist unser größter für die User zugängliche Drucker hier. Also, der wird auch mit am häufigsten genutzt. Hier habt ihr die Möglichkeit, auch mit zwei Extrudern zu drucken. Also Extruder sind die Druckköpfe, wo die Düse ist und wo das Filament aufgeschmolzen wird, damit es schichtweise aufgetragen werden kann. Das können wir auch mit dem rechten. Da wird gerade eine Wartung durchgeführt. Und hier haben wir ein Heizbett besser gesagt, ist dafür da, damit das Objekt erwärmt wird und sich nicht verzieht. Also man kann sich ja vorstellen, wenn das oben wird ja, es ist viel wärmer durch das Drucken als unten. Aber und das würde sich dazu führen, dass es sich verzieht. Und das birgt man dazu vor, indem man das Druckstück erwärmt von unten, damit die Wärme wirklich durchsteigt. Und dann verzieht sie das nicht oder löst sich halt nicht ab. Das merkt man zum Beispiel bei den MakerBot, passiert das manchmal, dass es sich ablöst, nämlich weil es sich verzieht. Ja. Hier haben wir auch so ein intuitives Bedienelement, wo man ganz einfach seine Parameter einstellen kann. Hier sieht man auch, hier wird gerade mit dem rechten Extruder mit 205 Grad gedruckt und das Heizbett ist 60 Grad heiß. Hier kann man auch noch andere Settings einstellen, Temperature, Advanced Settings, also die Flow Rate, wie dolle kommt das Filament durch, in welcher Geschwindigkeit oder mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich der Lüfter. Hier kann man auch den Lüfter hören. Ja, werden wir gleich alles noch bei den MakerBot sehen. Ja. So. Nun, wie fängt man an? Also, um das Redo-Objekt zu
klarzustellen, braucht man erstmal die Datei. Und wenn ihr hier am Drucker seid, nehmt ihr dafür den USB-Stick raus. Den braucht ihr nämlich für den PC, um die Druckdatei draufzuladen. So, wir sehen uns jetzt gleich am PC wieder. So, wenn ihr am PC angekommen seid, steckt ihr einfach den USB-Stick in den PC an die Seite rein. Und dann kommt ihr zum Slicer. Also der Slicer, der rechnet ein 3D-Modell, was ihr vorher erstellt habt oder aus dem Internet heruntergeladen habt, in Maschinenbefehl herum. Also ganz einfach gesagt von XYZ-Befehle, wie bei einer CNC-Fräse, wo gesagt wird, X0, 10, 0, geht zu das, geht zu den XYZ-Punkt und so weiter. Und mehr ist es eigentlich nicht. Und das passiert diesen Slicer. Der Slicer rechnet auch verschiedene Sachen, zum Beispiel den Support. Der Support ist dafür da, um Stückstrukturen zu schaffen, wo das Material in der Luft schwebt. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Brücke machen würde, wäre Supportmaterial unter dem Bogen, weil sonst würde es ja darunter einstürzen. Und ich zeige euch mal so einen Support an diesem SAA-Modell. Und das Support sind diese eckigen Strukturen darunter. Genau. Und das zeige ich euch jetzt mal, also den, wie an der Software, also nicht den Support, den brauchen wir nämlich für unser Druckerpack nicht, sondern wie man diesen Slicer verwendet. Also für den Makerboard öffnet ihr die Makerboard Print Software, dann öffnet sich das hier und ich habe jetzt schon das hereingefügt, die Datei, den Türstopper, also ich mache es nochmal raus. Ihr könnt einfach, ich weiß, bei Inventor Design oder ihr guckt auf Thingiverse, was ihr wollt. Oftmals, wenn ihr zum Beispiel einfach einen Ersatzteil braucht, gibt es das bereits schon auf Thingiverse. Ja, und hier unser Türstopper. Den wollte ich jetzt mal drucken, um das zu machen. Drücke ich einfach hier auf Download. Lade ich das runter. Und dann ziehe ich das in die Makerbot-Software rein. Einfach reinziehen, Drag and Drop und dann ist das schon drin. So, hier unten habe ich auch schon bereits den Replicator 5 ausgewählt. Also jetzt muss ich mir noch ein paar Settings, so ein paar Einstellungen machen für den Druck. Hierfür gehe ich auf Print Settings. Hier kann ich den Extruder-Typ auswechseln. Wir haben den Smart Extruder Plus. Print Mode. Da gibt es verschiedene Sachen, also das ist hier ein bisschen einfacher gehalten. Bei Cura, also die Software für den Sigma und so weiter, da kann man da jetzt da gleich mehr intuitiv die besseren Einstellungen. Dafür ist das ein bisschen unübersichtlicher, sage ich mal, für Anfänger. Aber hier kann man natürlich auch in Detail reingehen, Temperatur, aber das passt soweit alles. Und hier haben wir den Infill. Der Infill ist, wie das Material innen drin besteht. Also man druckt das ja wie hohl, muss man sich das vorstellen, um Material zu sparen. Und dann hat man da so ein Infill. Da gibt es verschiedene Typen. Ich zeige euch das mal. So, das ist der Infill. Und da gibt es auch verschiedene Stufen, wie man sehen kann. Nämlich werden die Prozent angegeben und je nachdem, wie viel Prozent ich habe, desto dichter wird das Material und desto robuster ist es auch. Wenn ich das Beispiel, was fürs Fahrrad drücken möchte, würde ich natürlich 100% nehmen, zum Beispiel der Lampenhalterung. Aber wenn ich jetzt nur einen Prototyp mache, reichen oftmals 10-30%. Ja. Und das Infill kann auch verschiedene Muster haben. Und diese Muster haben halt einen Einfluss auf die Stabilität. Beispiel Crit hat eine super Stabilität eigentlich von allen Seiten. Aber Beispiel dieses Muster hat eine hohe Stabilität von oben, aber keine von der Seite. Muss man halt abwägen. Gewöhnlich in 100%, 99% der Fälle reicht das Crit-Muster völlig aus. Dann kann man auch die Shells einstellen. Die Shells ist, wie dick ist die Außenwand. Das hat auch einen Einfluss auf die Stabilität. Ja, hier sieht man das, den Impfel, die Shells, ja, und hier ist auch der Support. Hier ist jetzt alles schon richtig eingestellt, Impfel 10%,
und zwei Shells, also zwei Schichten von außen. So. Mache ich jetzt hier mal, berechne ich das. Ach ja, wenn ihr das verschieben wollt oder skalieren könnt, könnt ihr es einfach antippen, bewegen und in verschiedene Richtungen ziehen. Hier kann man das noch per Hand einstellen, X, Y, Z, wo das hier sich befindet auf der Platte. Und hier kann man das noch skalieren oder auch orientieren, also drehen. So. Ich tilte das Ganze drauf. Stoppen. So, das habe ich jetzt schon drauf. Brauche ich jetzt echt nichts zu machen. Deswegen mache ich das jetzt noch nicht. Genau. Und das war es auch eigentlich. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr den USB-Stick wieder rausziehen. Und dann könnt ihr zum 3D-Drucker zurückgehen. Und wenn ihr fertig seid mit dem Speichern, seht ihr auch direkt danach, wie viel Material verwendet wird. Und wie lange die voraussichtliche Druckzeit ist. Hier verwenden wir ungefähr 24 Gramm PLA und brauchen 2 Stunden und 46 Minuten. Die Zeit ist wie bei so einer gewöhnlichen Waschmaschine bis minus ein paar Minuten. Genau. Jetzt nehmen wir den USB-Stick, gehen zum 3D-Drucker und stecken den dann hier rein. So. Der muss dann noch einen Moment laden und dann kann man die Datei auch auswählen. Ja, jetzt seht ihr gerade die Datei. Also, und da kann man einfach mit den Rad die Datei auswählen. So, hier haben wir unsere Datei. Dann sehen wir auch so ein kleines Thumbnail mit dem Druckobjekt. Und dann wählen wir das aus, indem wir drauf drücken. So, sehen wir auch nochmal die Zeit. Und dann können wir auf Britain gehen. So, blau passt jetzt die Farbe. Müssen das jetzt nicht wechseln. Wechseln kann man das auch ganz einfach über das Menü. Und dann gehe ich jetzt auf Print. Und dann war es das eigentlich schon. Dann beginnt er mit dem Drucken. Und ich zeige euch dann in einer Timeless-Aufnahme, wie ungefähr das dann aussehen wird. Mit dem Druck. Bis gleich. Im Hintergrund sieht man jetzt die Zeitrafferaufnahme von dem Makerboard. Und in der Zeit jetzt könnt ihr mal das beobachten, wie das so in schneller Geschwindigkeit abläuft. Normalerweise dauert das ziemlich lange mit dem Druck. Der Druck war jetzt nicht so lange, der hat ja jetzt nur knapp 3 Stunden gedauert. Aber so ein Druck kann auch gut und gerne mal, wenn das richtig groß ist, auch mehrere Tage dauern. Vor allem bei den großen Drucken von dem Makerboard Studio und den BigWrap Studio und dem BigWrap One. Ja, und ich wollte jetzt mal darauf hinweisen, auf die nächsten Online-Workshops, die stattfinden. Und zwar finden ja die Workshops jeden Mittwoch statt um 16.30 Uhr. Und die nächsten wären am 4. November, nämlich ein Online-Workshop für die Tischfräse. Darauf die Woche am 11. Mittwoch, also am 11.11. haben wir einen Workshop für die Stickmaschine. Und darauf die Woche haben wir einen Workshop für das SDR. Also schaltet da gerne wieder ein und lasst auch einen Follow bei Instagram da. Da kündigen wir auch vorher die Workshops an und posten auch so ein paar Sachen zu unseren Projekten, was User so gebastelt haben oder auch zu unserem Green Space. Also auf jeden Fall vorbeischauen oder auch auf Facebook sind wir präsent. Ja, und jetzt zu dem Druck weiter zurückzukommen. Man sieht hier richtig schön den Infill, dieses Macdo Grid, wie das gebildet wurde und wie jetzt der Extruder das von oben zuschließt. Also jetzt ist der letzte Prozess. Das sind jetzt, denke ich, die letzten 30 Minuten waren das jetzt. Ja. Und dann würde auch der, seht ihr denn noch gleich, wie er dann runterfährt. Ja genau, das hat man gerade gesehen, es geht mal weiter nach unten, die Platte. Also die Bildplate. Ja.
Und dann danach kann man das Werkstück einfach entfernen. So, solltet ihr jetzt schon ein paar Fragen haben, schreibt sie einfach in den Chat, und damit wir die beantworten können. Oder wenn eure Fragen sicher beantwortet werden, dann könnt ihr uns auch an OpenLabDay nochmal die fragen, und dann werden wir euch schon weiterhelfen können. Ja, sonst würde ich euch jetzt mal, ich habe ja vorhin was erzählt von großen 3D-Drucker, die würde ich euch jetzt zeigen. Hier ist so ein großer 3D-Drucker, nämlich hier ist der BigWrap Studio. Davon haben wir einen da stehen. Wir haben unten noch einen größeren, nämlich den BigWrap One. Der BigWrap Studio hat nur so ein Druckvolumen von 0,5 Kubikmeter, und der kann auch mit zwei Extrudern drucken. Hier sieht man auch wirklich, das wird auch, glaube ich, gedruckt. Das ist wirklich riesig. Also dieses Heizbild hat eine immense Größe, und der BigWrap One hat sogar ein Druckvolumen von einem Kubikmeter. Ja, und dadurch kann man halt wirklich große Objekte machen, wie zum Beispiel eine Figur oder ein Gehäuse, ein größeres. Ja, und dieser verwendet das gleiche System, also nach dem FDM-Verfahren, aber hat größere Drüsen. Die kann man natürlich auch wechseln, wenn man jetzt beispielsweise feineres Filament nutzen möchte und feinere Strukturen machen, drucken möchte. Ich hoffe, euch hat der Workshop gefallen, und ich hoffe auch, dass es mit mehr Funktionen ordentlich funktioniert hat und dass eure Fragen beantwortet wurden. Und genau, dann vielleicht sieht man sich demnächst am OpenLabDay, und dass ihr dann auch mal die Gelegenheit habt, euer erstes Druckobjekt zu drucken oder auch was anderes zu machen. Wir haben ja so viele Möglichkeiten hier, und ich hoffe, wir sehen uns.